So, moin und herzlich willkommen hier zu The Floshi und einer neuen Kanalbewertung hier am Sonntag, dem 16.12. Joa. So, und dann wollen wir natürlich durchstarten. Wir haben als nächstes Gedi HD. Machen wir den Namen kurz aufschreiben. HD. So, und dann geht es hier natürlich weiter. So, gehen wir einmal auf den Kanal. Und gucken als allererstes, startet das Video? Nein, startet nicht. Gibt zwei Punkte. Ist der Kanal einladend? Ja, ist er. Ja, wer auf Minecraft steht, sieht hier nach dem Design sofort, bam, kommt sofort rein. Ich stehe natürlich auch auf Minecraft, ich spiele Minecraft. Bin in eine Minecraft-Sucht reingefallen, sag ich mal. Ich spiele es ja fast nur noch tagtäglich. Und ja, für mich ist es einladend. So, dann kommen wir zum Design und sehen, effektemäßig ist gar nichts verbaut. Null, niente. Name ist gut leserlich und nicht leserbar, wie die anderen Male immer sonst immer. Ich wurde nicht mehr verbessert von meiner Freundin. Es heißt leserlich und nicht leserbar. Und man sieht sofort, ist Gedi HD, leserlich, perfekt. Gibt zwei Punkte. So, dann kommen wir zur Farbe. Gibt zwei Punkte. Und daher, da er ein Wallpaper benutzt hat, wo mehrere Farben drin sind, man sieht den Himmel, man sieht Bäume, man sieht die Baumstämme, man sieht Gras. Also da sind mehrere Farben verballert. Es geht hier sogar weiter runter ins Schwarze mit rüber, perfekt gemacht. Was will man mehr? So, dann kommen wir zum Inhalt. Das Angebot gibt zwei Punkte. Es kommen öfters in der Woche ein paar Sachen hoch. Denn seine Qualität, zwei Punkte, er hat 27p. Man kann nicht meckern. Und dann kommen wir zum Commentary. Da habe ich ihm drei Punkte gegeben. Er kommt aus der Schweiz und ich muss sagen, der Akzent, der ist, man hört das astrein in den Dingern wieder. Er spricht auch die ganze Zeit. Er hat einen Kumpel auch dabei gehabt bei den ein oder zwei Dingern, die ich gesehen habe. Und mir gefiel das einfach. Das war sehr sympathisch, gerade diese Akzents aus der Schweiz. Das war einfach perfekt. Da habe ich mir gedacht, okay, er kriegt drei Punkte von mir. Und kann er sich schätzen. Ich glaube, er ist der Erste, der drei Punkte überhaupt bekommen hat. Aber naja, es gibt ja natürlich noch keine Ahnung, wie viele Let's Player, die bestimmt mal bewertet werden wollen. So, und dann kommen wir zum Schluss zu den Extra-Punkten. Ja, da hat er null Punkte gekriegt für die Thumbnails. Er hat keine. Kann aber auch, ne, er müsste eigentlich schon welche haben, laut dem Datum, was hier an der Seite ist. Müsste eigentlich schon welche haben, ein Kollege von mir hat die auch und er ist auch noch nicht so lange dabei. Also normalerweise müsste er das schon haben. So, dann kommen wir zu der Links plus Beschreibung. Er hat hier was stehen, hey du, bla 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 bla. Er hat hier ein paar Links, die funktionieren auch. Und dafür gibt es natürlich zwei Punkte. Und dann hat er noch zwei Punkte gekriegt dafür, dass er hier ein paar Kanäle hat. Und hier ein paar Playlisten. Ist alles vertreten. So soll das natürlich. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. So soll das natürlich sein. Und ja, da rechnen wir mal zusammen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 Punkte von 24. Nicht schlecht. Ist natürlich. Durch die Thumbnails hat er einen Punkt verloren. Okay, die Qualität 1080p. Ich glaube, da werde ich niemanden finden oder selten jemanden, der das hat. Da gibt es auch nur drei Punkte. Aber ansonsten zwei Punkte ist natürlich auch sehr gut. Angebot. Ja, als kleiner Let's Player braucht man noch nicht täglich was hochladen. Und da sind zwei Punkte auch recht gerechtfertigt. Okay, die Effekte. Da hätte er sich zwei Punkte noch holen können. Aber ansonsten hat er fast alles erfüllt. Ich bin beeindruckt. Und ja, ich würde sagen, das war's dann wieder von mir, dem Floshi. Und der Kanalbewertung für Skeddy HD. Haust rein, tschö tschö und tschüss.